Hallo Freunde und willkommen zur 9. Folge von der Banner Saga. Wir befinden uns mit den Raben inmitten eines Schneesturms und schauen jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Los geht's! Wir haben in der letzten Folge ein paar Entscheidungen treffen müssen und auch die Konsequenzen dazu tragen müssen. Mal sehen, ob wir Konsequenzen zu den Konsequenzen erleiden. Wir haben auch ein paar neue Leute kennengelernt. Miners of Bindal are a rough crowd. Not a bad place to recruit new blades. Der alte Wanderer kämpft sich zu dir durch. Ich kann nichts in dieser Suppe erkennen. Der gute alte Irrings hat dir wohl noch immer nicht verziehen. Hättest du nicht schon längst tot sein sollen? Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier überhaupt etwas zu sehen gibt. Kommst du mir noch einmal mit Irrings um die Ecke, hustest du mehr als, aus als nur Schleim. Spar grunzt. Früh genug, vermute ich. Also, ich habe gewählt, dass er jetzt tot ist, dass er tot sein sollte. Natürlich werden diese alten Knochen keine Berge formen, eher Dornbücher. Er blinzelt in die Ferne. Es werden zwangsläufig mehr Leute aus Ormsdal ein neues Zuhause in Bindal suchen, sagt Spar. Überlaufene Städte waren noch nie gut für uns. Was bereitet dir Sorge, alter Mann? Bisher konnten wir uns immer aus allen Schwierigkeiten herauskämpfen. Wir halten nur, um Vorräte aufzunehmen. Also was bereitet ihm Sorgen? Einige Raben hinter ein paar verängstigten Männern und Frauen herjagen zu lassen, ist was, sagt Spar. Viel wird nicht nötig sein, dass die Waren hinter uns her sind, falls sie uns reinlassen. Er hat recht, aber ihr könnt wenig dagegen tun. Der Gedanke daran, dass du mit so vielen anderen auf engem Raum zusammen sein musst, macht dich nervös. Du sehnst dich nach einer langen Jagd voller Einsamkeit. Ja, überall sind die Leute und schauen uns zu. All diese Leute suchen Nahrung und ein Zuhause. Und ich suche nach Bier. Ist das zu viel verlangt? Ach, Olli. Ich wette, dass dieser Wachturm unsere Anwesenheit bereits weitergegeben hat. Ja, da stehen auch Wachen drauf. Und der Schneesturm ist wie gewohnt furchtbar, als du endlich an den Mauern der Bergarbeiterstadt Bindal ankommst. Die Tore sind verschlossen und du hämmerst mit deiner Faust dagegen. Öffne die verdammten Tore, rufst du. An der Mauer schauen zwei Magier, na toll, zu dir herab, und ziehen sich wieder zurück. Bald darauf öffnen sich die Tore einen Spalt breit, um ein halbes Dutzend gut ausgebildete Kämpfer durchzulassen, die dich begrüßen. Der einäugige Anführer zeigt auf dich und sagt, nur du. Volker tritt an deine Seite, nicht allein, sagt sie. Sie kommt mit mir. Der Befehlshaber überdenkt einen Moment die Lage und nickt dann. Bevor du ihm durch die Tore folgst, erteilst du den anderen Raben den Befehl, in der Nähe und wachsam zu bleiben. Ja, es könnte sich dabei auch um eine Falle handeln. Aber wenn es Magier sind, dann wissen sie vielleicht. Oha. Aha. Im Innern des kleinen Torhauses befinden sich die beiden Magier von der Mauer. Eine Frau mit einem kunstvollen Speer und ein junger Bursche mit einem Stab. Das kennen wir doch irgendwoher. Valka Sefre, das ist das Banner der Raben. So scheint es. Aber wieso hier? Warum jetzt? Wir sind nur auf der Durchreise zum blauen Fluss. Aber dieser verfluchte Sturm hat uns überrascht. Wir wollten hinterher hier wieder auf der Suche nach mehr Arbeit vorbeikommen. Aber jetzt brauchen wir Essen und eine Unterkunft. Wir haben einige Leute dabei. Sie brauchen ein neues Zuhause. Ich bin sicher, es fühlt sich richtig an, aber wir sind hier bereits an unsere Grenzen gestoßen.
Bist du Bollwerk? Bollwerk Blutaxt? Zügle deine Zunge, Nichols. Was weißt du von mir, Junge? Oder ich schneide sie heraus. Naja, was weißt du von mir? Ich habe all deine Geschichten gehört. Und du trägst auch noch einen echten Eisbärumhang. Stimmt es, dass die Griffe deiner Äxte aus deinem eigenen Horn gefertigt wurden? Oh. Ja, das wäre eigentlich auch eine logische Erklärung. Die Magierin legt eine Hand auf die Schulter des jungen Mannes. Oh, ich wusste nicht, dass ich mit so einer Legende unterwegs bin. Du ignorierst sie. Hast du hier das Sagen? Wo ist der Statthalter? Der Statthalter hat Arberang vor geraumer Zeit mit den meisten Kämpfern verlassen, um einen Streit zu schlichten. Der Magierrat hat mich gesandt, um die Bewohner von Bindal nach Westen zu führen, da wir zahlreiche Gerüchte von Wütern gehört haben. Mehr als nur Gerüchte. Wir waren in Börsgard und haben Brüller gesehen. Der unsterbliche Sundre, wie bist du entkommen, indem wir ihn getötet haben? Oh, unsterblich war ein Scherz, er ist tot. Nichols Augen weiten sich vor Ehrfurcht, aber Sephiroth sieht nachdenklich aus. Was ist mit der entstandenen Schlucht zwischen Börsgard und Ormstalre? Wir haben es geschafft. Sephiroth sieht aus, als wollte sie mehr Informationen aus dir herauspressen. Sie kann's mal versuchen. Genug. Öffne die Tore für meine Raben. Söldner verschrecken nur die Leute. Mit allen aus Ormstarl kann ich nur dafür sorgen, dass sie nicht in Panik ausbrechen wie wilde Joks. Gut, wir schlagen unser Lager an den Mauern auf der Leesseite. Okay, auf. Danke. Du wirst alle Unterstützung erhalten, die dir eine Valka und ihr Lehrling geben können. Wirklich lustig, dass ihr uns nicht reinlasst, wo wir doch einen Auftrag von einer der euren haben. Du grunzt Volker an, weil sie zu viel gesagt hat. Sie zuckt nur mit den Schultern. Ich weiß nichts von einer weiteren Valka in diesen Gefilden. Wer hat dich beauftragt? Juno. Oha. Sephiroth tritt bei dem Namen zurück und studiert für einen Moment dein Gesicht. Nichols, du und die Wachen, seht nach, was ihr draußen für die Leute tun könnt. Ich werde dafür sorgen, dass die Raben es bequem haben. Der junge Magier nickt Sephiroth respektvoll zu und grinst dich und Volker an, bevor er die Wachen durch das Tor führt. Ich lade nur euch beide ein, um etwas mehr Wärme und Annehmlichkeiten innerhalb unserer Mauern zu genießen. Und uns von meinen Raben trennen? Nein. Gut, aber wenn du irgendwas unternimmst, werden meine Raben diesen Ort zu dem Erdboden gleich machen. Nein, wir bleiben bei unseren Leuten. Mach es dir bequem, aber dein Misstrauen ist unnötig. Vielleicht, aber ich muss dir nicht von meinem Auftrag deines Vorgesetzten erzählen, nur um eine Einladung zu halten. Nein. Du hast da was missverstanden. Du hast keinen Auftrag. Die als Juno bekannte Valka ist tot. Okay. Wer ist leicht irritiert? Ich. Oh, wir sind weit vorangekommen. Der einst so energetische Magier nähert sich mit Erschöpfung und Sorge in seinem Gesicht. Ich bin nicht sicher, ob ich mich bei dir für die lange Rast bedankt habe. Ich habe noch nie einen so starken Zauber gewirkt. Ja, das sieht man dir auch irgendwie an, Eivind. Bist du sicher, dass du damit abschließen kannst? Du siehst... Ich weiß, ich habe vorhin kurz mein Spiegelbild gesehen. Ich sehe viel reifer aus. Der Magier grinst und für einen kurzen Moment sieht er wieder viel jünger aus. Nicht jeder hätte so lange angehalten, vor allem bei einem so starken Beben. Wir werden ankommen, wie lange es auch dauert. Musstest du dich so sehr verausgaben? Ich tue nur, was die Clanmitglieder von mir verlangen. Sag mir, was du über die Erdbeben weißt. Wir werden ankommen, wie lange es auch dauert. Es freut mich, dass du so denkst, doch einstürzende Berge und Abgründe sind vielleicht ein Zeichen, schneller zu reisen statt langsamer. Du zwingst dich zu einem Lächeln, das nicht ganz bis zu deinen Augen reicht. Okay, gut, nochmal vielen Dank. Er geht fort und wirft noch einmal einen Blick zurück zu dir.
Wir brauchen ihn. Wir brauchen sie alle. Wildspuren, sagt einer der Jäger und weist auf einen Pfad aus niedergetrammeltem Gras. Keine Ahnung, was wir da aufstöbern, aber es wird unsere Mägen füllen. Eine Belohnung für die fetteste Beute aussetzen. Ja, machen wir mal. Alle beginnen zu lächeln und verstauen die Münzen in Geldbörsen, bevor sie sich auf den Weg machen. Als der Pfad sich verzweigt, wenden sich zwei Jäger nach links. Drei von ihnen halten den mittleren Pfad für vielversprechend. Du überlegst, was zu tun ist. Den Boten nach Hinweisen absuchen, den Jäger nach links folgen, den Jägern den mittleren Pfad hinunter folgen, allein nach rechts gehen. So, wir untersuchen mal den Boden. Die anderen Jäger folgen der Spur von paarigen Hufen. Vielleicht gelingt es dir, das größte Schwein der Rotte zu erlegen. Rechts entdeckst du Kaninchenspuren und vielleicht die Spur eines noch größeren Tiers. Es ist schwer zu sagen. Wir folgen, na gut, links die Schweine, rechts das größere Tier. Wir brauchen ein bisschen Zeit zum Überlegen. Du beschließt allein auf die Jagd zu gehen und folgst leise dem Pfad. Ein paar Hasen bringen sich blitzschnell in Sicherheit, bevor du sie sehen kannst. Aber sie fürchten sich nicht vor dir. Plötzlich bricht ein Bär aus einem nahegelegenen Gestrüpp. Du zielst instinktiv und dir gelingt ein phänomenaler Schuss. Du hast 537 Pfund Fleisch erlegt, du kannst allein aber nur 100 Pfund zur Karawane zurücktragen. Einer der Jäger wurde verletzt, die Wunde ist aber harmlos. Die beiden anderen haben einen riesigen Eber erlegt, aber du bist eindeutig der Sieger. Du gibst allen ihr Geld zurück, man trinkt etwas und das verwundete Bein des Mannes wird versorgt. Später lauscht die Karawane beim Festschmaus den Geschichten der Jäger. Das ist gut. Aber wir werden erstmal ein Lager aufschlagen. Wieso ist die Moral jetzt gefallen? Achso, weil gerade die Vorräte abgezogen wurden. Ah, es war mir ja klar, dass diese Sau jetzt kommt. Mal sehen, ob er was dazu sagt, dass seine Hexe wieder zurück bei ihm ist. Der Prinz verhält sich noch reservierter als sonst. Du und Ivar habt gesehen, wie er in die Ferne starrt und wieder den Ring an seinem Finger dreht. Irissa steht still in seiner Nähe. Freust du dich, gegen Heimat zu ziehen? Ludin wendet sich dir zu und lächelt höflich. Selbst nach diesem Abgrund würde es dich wundern, wenn ich Nein sage? Ich dachte, du hast es, so weit von Abarang weg zu sein. Gibt es eigentlich irgendwas, das du magst? Es ist egal, das ist unser Ziel. Na, ich dachte, du hast es. Das Leben in der Karawane hat mich nicht begeistert, aber es ist gar nicht so übel. Es ist sogar möglich, dass ich hier draußen etwas über das Führen anderer gelernt habe. Du, Ivar und Ririsa, seid verblüfft, den Prinzen so reden zu hören. Ich bin behütet aufgewachsen und wurde von Gelehrten und Kämpfern ausgebildet. Etwas anderes habe ich nie erlebt. Wenn du so etwas sagst, machst du dich in dieser Karawane nicht gerade beliebt. Aber das ist es ja gerade. Ich habe die Unterschiede zwischen diesen Clanmitgliedern gesehen. Ich glaube, dass ich sie etwas besser verstehe. Oha. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Kerl uns irgendwann anführt. Das ist großartig. Ach ja, was genau verstehst du? Was willst du mit dieser Erkenntnis anstellen? Na gut, schlagen wir uns mal ein bisschen ein. Es freut mich, dass du so denkst, doch ich bezweifle, dass mein Vater diese Ansicht teilen wird. Yirsa wird es bezeugen. Mein Vater ist nicht gerade, was man offen nennt. Der König ist ein strenger Mann, das muss er auch sein, doch sein Sohn ist seine Schwäche. Ludin starrt sie böse an, doch die Bogenschützen grinst nur. Kannst du mir vom König Meinolf erzählen? Der Prinz ist die Schwäche des Königs? Ich werde mir mein eigenes Urteil vom König bilden, wenn ich ihm begegne. Prinz ist die Schwäche? Hör nicht auf sie. Hüte deine Worte, Prinz. Was? Ich hab dir nicht gesagt, was du zu tun hast. Ein peinlicher Augenblick verstreicht zwischen dem Prinzen und seiner Leibwächterin. Meinolf hatte Angst, Ludin vorzuschicken. Also entsandte er seine beiden Berater, um auf ihn aufzupassen. Du bist einer von König Meinolfs Beratern?
Jirsa lächelt dich gequält an. Egal, wen er zu meinem Schutz entsandte, ich hatte nie etwas zu bestimmen. Könige müssen oft schwierige Entscheidungen treffen und zu ihnen stehen. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, warum. Ich weiß, doch ich glaube nicht, dass er viel hält für meine Ansichten zum Umgang mit Bauer, dem Niederen, wie möchtest du genannt werden? Wir sind alle Menschen, Prinz. Selbst du. Vielleicht hast du recht. Sei so offen für deinen Vater, wie du dir wünschst, dass er für deine Ideen offen ist. Das ist etwas, das ich nie erwogen habe. Ich werde darüber nachdenken. Als Prinz Ludin und Jirsa fortgehen, bemerkst du, dass Albert dich beobachtet. Was? Glaubst du diesen Unsinn, den du da redest? Ich glaube, ich habe eben richtig weise geklungen. Es klang, als hättest du schon eine Weile geübt. Ein guter Einwand, ich werde daran arbeiten. Ihr beide tauscht ein Lächeln aus, bevor ihr auseinandergeht. Also die Freundschaft zwischen den beiden, es tut gut. Ich finde echt so etwas, es tut richtig gut in dieser Zeit, in diesem ganzen Chaos, die Freundschaft zwischen diesen beiden zu sehen, dass sie trotzdem hält und dass immer noch Platz für ein bisschen Spaß ist. Das macht all das, das macht den Weltuntergang leichter. Mit Spaß ist der Weltuntergang viel leichter zu ertragen. So. Upsa. Ach, einen Punkt gebe ich noch aus. Oder ich gebe 3 Punkte hier für Ausweichen aus. So, und wenn ich das nächste Mal jetzt auf ein Dorf oder sowas treffe, kaufe ich erstmal ein paar Vorräte. Wie viel haben wir eigentlich noch? Das Gute ist, ich habe sehr viel Wahl, aber ich kann die nicht immer nur zum Kämpfen nutzen. Okay. Clanmitgliedern zum Kämpfen. 50 sollten reichen. 100, Alter. Hier, 50. So. Los geht's. Es ist wichtig, dass wir auch die einfachen Leute beschützen, aber dazu muss auch jeder seinen Teil beitragen. Ruhig, Junge, ruft ein Clanmitglied, als ein Jockswagen fast auf die Seite fällt. Der gut befestigte Ostweg ist nach und nach zu einem unebenen Trampelpfad verkommen und weiter voran wird es immer nur noch schlimmer, mehrere klaffende Abgründe. Du blickst zurück zu Eivind, der dich ansieht und den Kopf schüttelt. Die gesamte Karawane kommt zum Stehen. Ja, toll. Was kommt jetzt? Wir werden unsere Gürtel essen, bevor wir einen Weg über diese zerstörte Straße finden. Besonders mit so vielen Leuten. Und wer weiß, wie weit wir zurückgehen müssen, um nach Norden ziehen zu können. Dann werden wir gen Süden ziehen, durch das Flussbett des Ormsar. Wir können gen Grunde und dann weiter nach Westen ziehen. Trickvieh lugt hinter Hakons Ellbogen hervor, bevor er sich ganz zeigt. Gehen Süden ziehen ist bedenklich, diese Leute. Das ist unsere eigene Möglichkeit. Warum sagst du das? Geh fort. Warum sagst du das? Vielleicht habe ich mein ganzes Leben dort verbracht. Unter Baumstämmen kann man viel zu essen finden, aber es gibt auch andere Leute im Sumpf.
Er reißt die Augen auf. Das Galde sollte mal meine Reime hören. Was ist verkehrt daran, nach Süden zu ziehen? Unterschiedliche Lebensweisen, alte Traditionen. Halte dich in Schlamm, das sind die Quacks weniger lästig. Ich denke, dass er von den Sümpfen spricht, den barbarischen Sumpfern, den barbarischen rückständigen Bewohnern des Schwarzsumpfes. Trickvieh sieht Albert böse an. Solche Worte können dazu führen, dass du dich voller Gift aufbläst. Ist der Trickvieh vielleicht einer dieser Sumpfern? Er pustet seine Wangen auf und starrt Ivar an. Deshalb bleiben Wahl meist unter sich. Jeder Mensch ist auf seine eigene Art verrückt. Trickvieh krümmt sich vor Lachen, bis er plötzlich innehält, in der Luft schnuppert und davonmarschiert. Seltsam, doch ist eine willkommene Warnung. Wir betreten Gebiete, die die meisten von uns noch nie gesehen haben. Nur weil wir Wüter hinter uns gelassen haben, heißt das nicht, dass wir keine Kriege mehr vor uns haben. Wenn wir mehr Vorräte hätten, hätte ich vorgeschlagen, einige Tage zu rasten und diese Clanmitglieder für den Kampf auszubilden. Du überdenkst deine Optionen. Ich will nicht riskieren, dass uns die Nahrung ausgeht. Lass uns einfach nur rasten, wir denken später über das Ausbilden nach. Ich will eigentlich nicht riskieren, dass uns die Nahrung ausgeht. Bist du sicher? Ich weiß, dass Nahrung knapp ist, doch wenn wir am Kampf sterben, werden uns volle Wagen nicht helfen. Das ist eigentlich nur eine gute Idee. Machen wir uns an die Ausbildung, alles wird gut, achte einfach darauf, dass deine Axt immer scharf ist. Allerdings könnten zu viele Kämpfer auch ein Zeichen sein für den Krieg. Alles wird gut. Hakon sieht Alva an, der nur mit den Schultern zuckt. Du bereitest dich vor, die Karawane nach Süden zu führen. Ich hoffe, dass das jetzt keine falsche Entscheidung war. Eine Gruppe aus 2 Dutzend Menschen, alle abgemagert und schmutzig, räumt den Weg, um die Karawane passieren zu lassen. Bitte, sagt ein junges Mädchen, habt ihr vielleicht etwas zu essen? Ihre Mutter wendet den Blick ab und zieht das Mädchen am Arm, um es zum Schweigen zu bringen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch uns anschließen. Die Menschen tauschen besorgte Blicke. Schließlich sagt der Mann, besser als hier draußen allein zu verhungern. Die anderen stimmen zu, danken dir und schließen sich der Karawane an. Oh ja. Sobald du das Flussbett des Ormsa durchquert hast, durchschneidet der Wind nicht mehr die feuchte Luft. Der sich verdunkelnde Himmel öffnet seine Schleusen und schon bald verwandeln dicke Regentropfen den erdigen Weg in einen zähen Morast, der die Karawane verlangsamt. Umhänge werden über den Kopf gezogen und Kinder und Tiere werden dicht an die Waage geholt. Ja. Okay, ich glaube, wir werden nochmal eine Einheit von Kämpfern ausbilden. Ja. So, nochmal 50. So, damit haben wir mehr Kämpfer als Clanmitglieder und können die Clanmitglieder auch besser beschützen. Und ich beschütze euch jetzt von meiner Moderation und wir werden uns morgen in der nächsten Folge wiedersehen. Der Cut bietet sich gerade an. Ich bin schon sehr auf die Sümpfe gespannt. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Und ich bin auch auf die Sumpfern gespannt. Und ob der gute Trickvieh, ich glaube, auf den sollten wir jetzt besonders hören. Naja, wir werden sehen. Okay, Leute, wir sehen uns dann. Danke fürs Einschalten. Ciao.